So, go, go zum Ende. Da kommen sie. Mehr oder weniger. Oh nein, das ist der Schornstein, das ist der Scheiß von oben nach unten laufen. Da komme ich genau richtig zur Grano-Fink-Pause. Und hier bei dem Ding hilft mir keine Bewaffnung oder sonst irgendwas. Ich schulde dir was. Also gut. Und ja, gut ist euch. Hast du Plumps gemacht? Ich war von oben gekommen, also. Danke dafür. Hundi, steh mal wieder auf. Heilige Scheiße! Ich darf nicht so verspannen mit dem Nacken wieder. Mist.
So, hier sollte der Schornstein jetzt sein, oder? Ja, hier ist auch der Checkpoint dafür. Ich bin noch am Farmen vom Endboss. Das ist richtig. Glitch. Immer diese schrecklichen Geheimnisse im Spiel. Aber sehr dezenter Hinweis von vom Chat. Was soll ich dazu noch sagen? Das Lied der Welt. Du bist so ein Vieh, was sich bewegt, wenn ich mich, wenn ich von dir weggucke. Bisschen wie bei Doctor Who. Mein Gott, ist das dämlich eigentlich.
Kann man ihn überhaupt so toben? Hallo Pharao und danke für deinen Sub. Wirst du eigentlich Baldur's Gate spielen? Ja. Wahrscheinlichkeit existiert. Wahrscheinlichkeit ist über 100%. Doch, da ich Streamer bin, gibt es bei mir Wahrscheinlichkeiten, die über 100% hinausgehen, also über das menschliche möglich, über die menschlichen Möglichkeiten geht. Ich habe natürlich Baldur's Gate die letzten 8 Jahre entwickelt. Aus Langeweile. Nebenbei während des Streams mit meinen Füßen. Kein Mensch auf der Welt wird so suchten können wie ich und deshalb kann ich nicht Koop mit jemandem spielen. Ich daran denke, wie ich hier noch gestruggelt habe, als ich das erste Mal gemacht habe. Er wusste ja auch nicht, dass ich die Kristalle zerschießen konnte. Oh, ich muss Gas geben. Nein!
Da vorne geht's auch schon runter. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen im Zwischenabschnitt. Die Streamzeiten sind zu spät für dich. Ich habe da heute Morgen gestreamt. Von 10 bis 16 Uhr. Heute Morgen war RTL Kids Club Format mit Dr. Proof. Ich war da, siehst du? Hat doch alles geklappt. Falsche Taste. Wir haben Samstagabend, da kann ich doch streamen. Spät. Scheiße. Hund? Wo bist du? Schneller, schneller, schneller. Da kommt schon der Blitz von oben. Mein Stream hat noch nie um 4 Uhr morgens angefangen. Dann bin ich nur manchmal noch online. Ah ne, das da oben ist ja ein Anzeigefehler mit dem lilanen.
Quest abgeschlossen. Na, dafür habe ich jetzt nur 350 bekommen. Nummer 304. Ja, es tut mir leid, manchmal bin ich ein bisschen spät dran. Das stimmt schon, muss ich recht geben. Also muss ich auch, ich muss mich ja auch nicht verteidigen dagegen. Es ist halt manchmal einfach so. Ich schlafe dann halt ein. Also ich bin dann mal eingeschlafen und dann werde ich nachts wach und denke so, ach, wenn ich jetzt streamen gehe, dann habe ich noch ganz viele nette Leute um mich herum und Freunde. Wir machen hier eine ganz große Party noch mitten in der Nacht. Während ich wie ein Zombie aussehe. Pass da draußen gut auf dich auf. Du bist zurück? Also gut. Okay, wir sind fertig. Sommerzeit, dein Wert. Deine Sommermähne. Er trägt doch gerade seine Sommermähne für uns. Komm aus Narnia. Nee, ich habe auch das Flackern beim Händlern. Also bei den Händlern. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich glaube aber, es liegt am DLAA. Die Sonne scheint. Ah. Nee, ist immer noch. Ist nur in der Händleransicht. Also warum auch immer. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Ist das seit dem letzten Hotfix? Ich weiß es nicht. Wenn du nicht 4K spielst, dann kannst du das gerne auslassen. Aber unter 4K kannst du keine 60 FPS halten durchweg. Mit maximalen Settings. So, upgrade eine Waffe auf Stufe 20. Yippie-ki-yay, haben wir gemacht. Ich streame zwar in 1080p, weil Twitch nicht mehr mag. Also du kannst theoretisch mit mehr reingehen, aber Moment, muss ich auf der anderen Seite raus? Ich glaube schon. Ach, die Twitch wird wahrscheinlich nur in 20 Jahren mit 1080p maximal Streaming erlauben.
Die hängen so weit zurück inzwischen, was die Technik angeht. Erschreckend. Danke, Peppy, für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Und danke für dein Prime-Sub. Da waren wir ja drin im Schornstein. Da nach rechts hoch, da kann ich noch aufdecken. Man weiß leider nie vorher, wie groß das Gebiet ist. Bei den Abenteuermodus. Das wird ja immer gewürfelt. Guten Abend, Bob. Immer die 1080p Jünger. Wir hatten damals noch den C64er. Ist das Gebiet, die Welt auch zufällig? Ich habe zwar schon einen Wiederholungs... Dankeschön. Schön, dass dir Jagged Alliance 3 gefällt, der Stream. So, jetzt die andere Frage. Wir sind wieder in der Waldwelt, weil das Spiel einen Abenteuermodus hat. Im Abenteuermodus kannst du die Welt nochmal besuchen. Dann geht es aber nur um eine Welt, wo du nochmal unterschiedliche Bosse bekommst. Das können die gleichen sein, es können aber auch andere sein. Und damit kannst du halt grinden und dich ein bisschen verstärken, weil Eigenschaftspunkte findest du immer. Ich habe ja auch noch Platz für... für neue Eigenschaftskarten. Heilige Scheiße. Also falls das wirklich dann einmal voll, wirklich dann auch voll ist, kann ja auch sein, dass es noch viel mehr gibt. Wir sind immer noch im Wald, wir machen den nicht nochmal. Das ist immer noch nicht abgeschlossen. Gibt's doch nicht, ey. Da sind zwei von den großen und ein Haufen von den Rollern. Ja, das Abenteuer dauert genauso lange, als wenn du das in der Kampagne gemacht hättest. Wird halt nur anders zusammengemodelt. Man ist natürlich einen Tick schneller, weil man normalerweise etwas besser durchkommt als beim ersten Mal. Aber die passen nicht deinem Level auch an. Das ist nämlich die Zahl, die rechts oben ist. Irgendwo habe ich gesehen, das ist eine Kombination aus den Jägerrang, Waffenrang
Also an den beiden Arktypen vom Level her und dann irgendwie die Waffenränge spielen dann in das Level mit rein. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die maximale Ausdauer. Verdammt! So nervige Viecher. Zumindest ist es vorbei. Davon habe ich genug. Wo ist der andere? Da ist er. Schön. Boah, ich wäre fast darunter gehüpft. Humpf, endlich vorbei. Scheiße. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht mehr so lange dauert. Aber das kann ich gar nicht sagen. Vor Schreck nachgeladen. Schöner Baum. Aber auch wieder nur neben Dungeon. Ich glaube, das hatten wir auch beim ersten Mal schon. Etwas habe ich noch nie gesehen.
Wollen sie im Chat alle nur auf Baldur's Gate 3, nicht auf irgendwas anderes? Irgendeine kleine Indie-Perle? Ich drücke die ganze Zeit eh, nichts passiert. Meint ihr nicht, dass ihr ein bisschen viele seid auf einmal? Hallo Yabu. Hab Bock auf Palworld? Sagt mir nix. Komm schon. Pokémon mit Guns. Ach, das ist dieses Spiel, was in der Werbung so gut aussehen soll, aber in Wahrheit total scheiße ist. Ich hatte da, glaube ich, mal was zu gelesen, aber bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, Atlas Fallen spiele ich ja auch. Ich habe auch schon reingeguckt, aber wie gesagt, ich darf halt nichts sagen. Sonst kriege ich Ärger. Das sieht nicht gut aus. Nee, durchgespielt habe ich das noch nicht. So viel Zeit habe ich auch nicht nebenbei. Einfach mal runtergebetet. Walkthrough. Ach, das wäre so toll. Einfach vor 10 Jahren mal Walkthrough-Kanal gemacht. Und einfach von Anfang bis Ende durchspielen. Einfach runterrushen. Ohne jemals ein Wort gesagt zu haben. Total entspannt. Aber Baldur's Gate 3 und Starfield sind nur lebendfüllend, aber nicht abendfüllend. Du musst auch noch was finden, um deinen Job zu vernachlässigen neben deiner Familie. Piss. Wo kommt der vor allem alle jetzt her? Komm schon.
Sehr schön. Dann kannst du aber kein Internet mehr nutzen, wenn ich meinen Job vernachlässige. Ach, wird schon laufen. Alles cool. Sie kommen. Baldur's Gate 3 schadet ja auch der Spielebranche wieder. Weil so viele Leute jetzt dann wieder nur ein Spiel spielen. Und alle anderen Spiele werden interessant. Das ist erschreckend, wenn man in diese Statistiken reinguckt von Leuten mit Konsolen, wo dann irgendwie die Info ist, dass die meisten Leute nur 2-3 Konsolentitel kaufen für ihre Konsole. Und du denkst einfach, what the fuck? Da würde ich mir keine Konsole kaufen. Was schaue ich lieber, Oppenheimer oder Barbie? Ich gehe in Barbie rein, natürlich. Wenn ich noch Zeit habe, bin ich auch noch in Oppenheimer. Okay, jetzt geht's los. Hallo, ich habe hier schon letztes Jahr den Barbie-Film gefeiert, als er angekündigt wurde, im November letzten Jahres. Ich gehe da rein wegen den ernsten Themen darin und also ich glaube, dass der recht lustig ist. Vor allem, ich zu meiner Freundin gemeint, ich will da reingehen, hat die sich erst gesagt, Barbie-Film. Wie doof ist das denn? Und dann im Nachgang hat die gesagt, ja doch, irgendwie bin ich da auch rein. Und hat sich Barbie-Klamotten gekauft in Pink für in den Film gehen. Also muss ich auch noch bunte Ken-Klamotten kaufen. Was denn?
Ich habe auch schon mal pink getragen. Ist doch kein Problem. Ich habe doch von Rage ein T-Shirt, was pink ist. Bin total frei bei Farben und Kleidung. Du gehst als Ken, ich als Barbie. Ich brauche keine Barbie, ich habe schon eine Barbie. Du. Das Turm-Secret. Welches Turm-Secret? Ich war gerade in einem Turm und habe da Sachen geholt. Ich war doch gerade im Turm drin. Alter Schwede. Danke, Taomi, für einen Stufe 1 Sub. Du musst mit Streamern so umgehen, als wenn du ein Fahrschullehrer bist. In dem Turm, wo du gerade beim Fahrstuhl drin warst, da ist noch ein Secret versteckt. Hast du das Secret mitgeholt? Das wäre ein Anzeigesatz. Da kann ich sagen, nein, das Secret habe ich wahrscheinlich nicht mitgeholt. Weil ich die Kiste geleert habe. So. Lass mal die 8000 Gegner nochmal töten. Das sieht nicht gut aus. Und jetzt habe ich Symbole gesehen.
Ganz ruhig, Phil. Achte auf deinen Blutdruck. Alles klar und los geht's. Und nein, ich laufe nicht weg. Ich brauche nur gerade mal eben kurz die Sekunde Ruhe, damit ich das im Stream anmachen kann. Dann habe ich nämlich das auf dem Stream gespeichert auf dem Bild und kann dann das sehen. Obwohl, ach, die Quali ist so schlecht. Oder geht der von oben nach unten? Mal eben kurz gucken. Ganz oben wäre so ein Kreis mit nach links. Den gibt es ja gar nicht in der Reihe. Reihenfolge egal. Erzähl doch nicht. Moin, Zerschrecker. Oh, das ist der... Ich habe das alles hier auf dem Streaming-PC. Ich sehe das auf dem Streaming-PC. Also ich habe gestoppt im Moment, wo ich auf das Ding gucke. Weil das hier ist ganz oben. Dann gibt es nur eins mit einem Kreis und einem Dreieck. Achso, den zweiten habe ich so schlecht gesehen. Das ist der, der auf dem Podest steht. Den habe ich da ausgewählt. Okay, hatte ich wohl nicht. Du, 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 du.
Halt bei Verwendung für 35% der maximalen Gesundheit über einen Zeitraum von 5 Sekunden erzeugt 3 Heilkugeln, die 35% der maximalen Gesundheit des Zauberwirkens über einen Zeitraum von 5 Sekunden gewährt. Dauer der Kugeln 20 Sekunden, erneut zu wirken, entfernt die vorherige Kugeln. Finde mehr Relikte als Waffen. Au. Der Tod lauert auf euch! So, Stufe 20 erreicht oben rechts. Nein! Mein Hund hätte mich jetzt nicht heilen können. Ring des Inspirationsstein. Ach, welcher Gegner war denn hier nochmal? Mod-Aufbaurate erhöht. Aufgeladener Nahkampf. Was ist gar nicht mal so schlecht, du kannst damit, ja, ich kann ja mit dem Speer dann Blutung verursachen. Hallo Flo. Ach, das war das. Und da kommen sie.
Mit dem Typen, der ein bisschen festklebt seit ein paar Jahren. Ich lasse ein bisschen Zeit, weil sonst spawnen nämlich alle, die hier in Wellen kommen würden. Das war mein Fehler, dass ich das erste Mal hier war. Du lebst wieder. Randy, Randy. Wie viel Power ich da raushau. Komm schon, mach dich frei.
Das haben wir ja auch schon mal alles gemacht. Es ist nicht wie dies. Es gibt noch Geschichten ans. Was war ich da? Ich genoss mehr. Moin, Kritex. Aber will es mehr über die Geschichte der Pan erfahren in der Zeit? Man sagt, dass eine. Und die Eins. Das mit der Seuche kennen wir auch. Der Gott der vielen. Die waren 100 Tage. Es war jetzt. Der Isha erhob sich vor ihm. Wie die Dämmerung. Der Gott, nicht ein Gott. Ich würde ihm ja da. Das, die Worte. So ist es schon. Der Köpfchen. Doch das Schicksal. Vom Ort. Er schlief. 80. Sie beten. Sie beten 80 Tage. Und dennoch. Waren diese zerlumpten Priester der Alten. Und warum auch nicht? Das Reh es spricht man. Diejenigen, die das Reh erblicken. Doch wenn einer ab, wie es wohl sagt, denn wohl das Reh kann das. Ja, Isha verbietet es. Mit der zuversichtlich Bahn ein. Sie warten. Und es war aber die böse Gina. Ladies and Gentlemen. Konnte erahnen, was von der. Die fast zieht Ginas Alt. Aber da dieser Baum. Den sie den Taen nannten. Die Pan nahmen diese Gabe und so erlangte Ginas Macht. Eine Macht, in dem die Rupp mit der Butter der Dschungel zu schwer in der und viele ja in ihre der Taen. Fünf viele da jene, die nun zu sie war ein zweites Mal neu geboren worden als eine ewige Kaiserin. Willst du mir sagen, dass die Kaiserin immer noch dieselbe ist? Eine Pest hat die Pan seit jahrelang viele Stadt als der Sie da der es Jean und das niemand nicht. Doch dann kam der Wolf. Ich wusste, dass der Wolf nochmal eine Rolle spielen würde. Die Bettangst verbunden. 99. Es gab aber ob die Gerücht was und was es war, denn die sie das Gleichgewicht kehrte zurück. Das Rad der Zeit, das Lied aller Leben, es durchdringt unseren Wald, es flüstert im Laub, es surrt, die Wand haben sich die Mysterien, sie spielen es, um etwas von seiner Macht zu erhalten, so wie andere Paar, jene, die im Beten unterrichten. Also jetzt, wo es ums Lied geht, kann es ja noch interessant sein, weil das ja noch mit dem Abschnitt ist, das wir noch nicht gemacht haben. Von Zeit, selbst ein Paxultag, wer weiß, der Verwüster, der Taenbaum. Für lange Zeit sie hatte. Warum? Aber der wir nun, was dann folgte, war vielleicht unvermeidlich. Rebellion. Aufstand. Nee, das liest keiner vor, weil es vertont ist. Das macht niemand. Das, Feuer, das durch den Dschungel von Yaesha wüten sollte. Den Endboss haben wir noch nicht geschafft. Hatte, aber ebenso versäumte es auch. Navun, ich weiß nur, dass sie die Täuschung der Kaiserin nicht. Ihre Wort keins, aber ich habe auch einfach noch die Bücher vorgelesen. Und dann in einer aber die Bücher sind teilweise so die Kaiserin fand sich unwichtig. Wie die roten Witwen, manche Ginas selten, war es da nicht passend, dass es schüttelt, überrascht, folgen wir es. Es hat von Yaesh in diesen was auch selbst war unser Gott, der vielen Gesichter noch ein ewig präsenter Trost, ein Wächter. Der zerstört, wir wussten aber abreisen, wer, oh, und wie das Lebens, die meisten. Ich dachte, unsere Geschichte sei erzählt. Unsere Rassironie ist eine Beleidigung in Form eines Kom. Ich habe vielleicht, aber vielleicht dachten sie einst daran, Peitsche, ein Köder. Da die Eier der Vrin und dann noch, ich weiß nicht, nur, dass es ein seltsamer Gott sein muss. Der die Wert, es war ein, vielleicht, es hat mit Holkett seine, nimm dies als Zeit. Hätte ich mal beim ersten Mal schon mit dem reden sollen. Die Pan sollten, ich stehe auf ewig um die. Fellloser Krieger, das Paxultek ist zu einem wahren Gelehrten geworden. Ach, das würdige ich. Danke. Erhöht Moddauer um 50% und Modkosten um 15%. Gar nicht mal schlecht. Hui!
Und dafür muss ich mich nur durch seinen gesamten Dialog fressen. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert, doch. Wann heißt Twitter jetzt endlich auch mal X? Ich kriege immer nur Twitter-Informationen mit dem neuen X-Zeichen. Mach's besser. Hey, du bist. Was soll's von den Dingern nur ein einziges? Den Lebensraub im Fernkampf und Nahkampf um 3,5% des Basisschadens. Versuch mich jederzeit. Du weißt ja, wo du mich findest. Entschuldigung. Ich kann mir gar nicht leisten, müde zu sein. Also interessant. Aber so war es je. Lebewohl, niedliche Bestie. Ich hab gedacht, vielleicht hat sie ja noch was Neues für mich. Das Abenteuer ist gleich abgeschlossen und dann können wir wieder zum Endboss gehen und dann geht das Leiden los. Ich glaube, ich hole mir mal irgendwann ein Mikro was Schwarzes. Ein armer Pan. Geschaum in der Blüte seiner Jahren.
Ich mag deine entspannte Art zu spielen. Nur eine kleine Anmerkung mag erlaubt sein. Deine Maus bewegt bei Ladescreens. Deine Mausbewegungen bei Ladescreens sind für mich wirklich anstrengend. Sonst mach weiter so. Bei Ladescreens? Da habe ich noch nie drauf geachtet. Dass ich generell bei der Maus mich bewege. Bei Ladescreens. Das ist, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, total unbeabsichtigt von mir. Also nicht. Nicht bewusst. Ach, jetzt bin ich dahinter. Und kann die Maschinen reparieren. Dann komme ich in den Haupttent und kann den Wolf angreifen. Aber danke für den Hinweis. Ich guck mal. Ah, sehr schön. Dann kann ich die Uzi auch verbessern. Das stimmt übrigens überhaupt nicht mit der Geschichte überein. Es wurde auch gesagt, dass die Harfe zertrümmert wurde und deshalb nicht mehr erläutert. Und jetzt mache ich hier einfach einen Hebel und mache das an. Und wenn die Pins sich jetzt so nicht versetzt haben, dann sollte das auch schon der richtige Sound sein. Dum-dum-dum. Und pass mal auf, wenn ich gleich beim Endboss bin. Da müssen wir nochmal darüber reden, über meine ruhige Art. Und den Wolf hier habe ich auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie stark der ist, oder wie schwer, oder wie sein Bewegungsmuster ist, oder sonst irgendwas. Der Zeitpunkt ist günstig, Welpe. Es ist lange her, dass ich einen von euch gesehen habe. Aber was bedeutet Zeit schon für einen Gott? Die Dinge, die ich denke, sind über Jahrtausende verstreut und unsere Zeit hier ist kurz. Es sind deine Gedanken, die uns beschäftigen. Hältst du dich für clever, Welpe? Oh, ich halte mich für saukomisch. Deine Respektlosigkeit spricht für sich. Lass mich raten. Dich hat deine Aufgabe hergeführt. Warum benötigt ein Gott Hilfe von Holzmonstern? Ah, so eine unverschämte Zunge. Ich mag ja Fleisch, das Biss hat. So schmeckt es umso besser. Aber ganz gleich, es scheint, dass unsere Schicksale miteinander verflochten sind. Der Zeitpunkt ist günstig. Er blinzelt nur mit zwei Augen, das macht mich total fertig. Geh mit mir, Welpe. Ich werde es erklären.
Der letzte deiner Art hat mich dem Tod überlassen. Daraufhin wurde ich gefunden. Und mir wurde etwas angeboten. Erleuchtung. Blind war ich bis dahin für die Lügen der Beständigkeit. Oh, die schwache Kaiserin sehnt sich nach ihrer Frucht und versucht, Unsterblichkeit zu schlucken. Aber alle Dinge sterben, Belpe. Selbst Götter, sie beherrschen den Tod. Das alles, was nichts ist. Und so biete ich die Wahl, die sie mir angeboten haben, Belpe. Zurück zur Asche, aus der wir alle kamen. Oder das Joch des Gleichgewichts brechen und Teil der Ewigkeit zu werden. Aber die Brücke zwischen Ego und Seele kann nicht überquert werden, ohne einen Tribut zu zahlen. Hier blutet die Lüge. Hier wimmert die alte Ordnung. Töte es. Töte das Reh. Schließe dich mir an. Töte das Reh. Und meistere ihn. Nix da. Das Gleichgewicht muss gewahrt werden. Großartig. Es wird ja immer besser. Au. Greif ihn doch mal an, mein armer, kleiner Hund. Nicht mehr hinterherlaufen, den angreifen! Gibt's doch nicht, ey. Aber cooler Boss. Also das fand ich bis jetzt einen der besten Opener. Von den Bossen. Thank you.
Ausdauerproblem. Ah. Der Start sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das ist immer so doof, du musst immer die ganzen Ringe einmal durchgehen. Nachladen erhöht Mod-Energie. Also lädt Mod Energie auf. Scheiße, ich habe mich wieder vertan beim Ausweichen. Wenn du dann schon in der Rolle drin hängst, ne? Der Stein wehrt das nicht ab. Guten Abend, Genius. Ich häng fest. Ich bin in Schwierigkeiten.
Du machst das, Hund. Jetzt ohne Scheiß, warum kann ich nicht ausweichen? Wir nehmen Nachladen. Das reicht noch. Oh, ich muss nachladen. Nein, das kann nicht wahr sein. Oh, bin ich doof, ey. Oh, so eine Kinderscheiße, ey. Ich hätte nur einmal mit dem Speer schlagen müssen. PJ Rappel, ich hab... Was soll ich denn machen? Ich weiche doch den ersten richtig aus. Ich drück direkt wieder Leertaste. Ich hasse es, ey. Krieg ich einen Rappel bei sowas. Machen wir uns mal wieder leichter. Dann können wir auch besser ausweichen. Ist alles Übung. Das war ein bisschen Betrug, weil der Stein hat den aufhalten müssen.
Nein, wovon du sprichst, ist der kurze Zeitraum, den du unverwundbar bist, wenn du ausweichst, der im Spiel existiert. Trotzdem muss ich dir leider sagen, dass bei manchen Bossen die Ausrichtung der Rolle doch relevant ist. Irgendwelche Trümmer, die hier über dem Weg sind. Dämliche Rolle. Das gibt's doch nicht. Danke dafür. Brauch die bestimmt gleich noch. So, hat sich doch erledigt. Es gibt nur einen Boss und das ist der Imperator. Im Vergleich zum Endboss ist das alles überhaupt nichts. Das ist das Pille-Palle. Wiener endlich. Hallo, es waren vier Versuche gefühlt. Und immerhin hat sich das gelohnt, dass wir jetzt nochmal einen anderen Boss gesehen haben. Dann können wir uns gleich noch dem Endboss widmen. Juhu! Stürze ich mich einfach frontal ins Dolch. Oh, das wird auch erstmal wieder eine Umgewöhnung sein. Oh. Da war ich so fit in der ersten Phase schon, dass wir immer in die zweite Phase gekommen sind, aber die zweite Phase ist so abgefuckt bei dem. Weiter sagen, hm?
hast dich so gefreut, dass du gekotzt hast. Was ist denn los mit dir, Schatz? Was verträgst du denn zurzeit nicht so gut? Nicht essen! Alter, sah, lass die Kotze liegen. Geh ins Körbchen. Ah, schön dich wieder. Gut auf dich auf. Jetzt guckt mein Hund seine Kotze auf dem Boden an. Ich weiß genau, was das wird, wenn der da noch länger drauf guckt. Weiter, Sah! Ja, das kam aus deinem Magen. Ist aber nur ein kleiner Klecks. So, dann werden wir gleich den, mein Lieblingsboss machen.